Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge von, oder eher gesagt zur ersten Folge von Pokémon Quest. Das ist ein neues Spiel, was rauskam heute. Ja, das möchte ich auch mit euch jetzt mal let's playen. Gibt es auch ein Handy bei euch, aber jetzt erstmal auf Switch. Ist kostenlos. Hat mich überrascht. Leute, was ich aber noch sagen wollte, ich werde hier in der Folge mal ein bisschen über die neuen, die ersten offiziellen Leaks von Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli, was man ja jetzt auch zu zweit spielen kann. Ich befinde mich hier auf einem Weg zu einer kleinen Insel, die kurz entdeckt wurde. Cabo Island. Lol. Okay. Auf nach Cabo Island. Das ist ein eckiges Spiel. Ein bisschen so. Boah. Bin gespannt, was wir hier so alles erleben können. Pokémon Quest. Hier gibt's, ich habe mal gesehen. Und zwar gibt es ja in Let's Go Pikachu und Evoli soll es ja angeblich so sein, dass man sich ein Starter zwischen Glumanda, Bisasam und Chigi, was man auch im Trailer sah, dass man einen an Bisasam hatte, das würde der es nochmal beweisen. Da kann man sich zwischen denen entscheiden und nochmal kriegt man dazu ein Evoli oder ein Pikachu. Je nach Edition halt. Und ich freue mich einfach, man kann auf dem Pokémon nämlich auch reiten. Oh, unser Ding ist kaputt. Unsere Drohne. Möchte jetzt nicht so viel. Möchte jetzt ins Spiel. Und, ja. Das kommt nämlich am 16. November. Und da wir das jetzt zu zweit spielen können, wird der Brownie auch mitmachen. Das ist ganz cool, das Spiel. Also, ich habe zwar noch nicht gezockt, aber wäre ein bisschen komisch. Und wäre hier einer der Alpha- oder Beta-Tester. Nee. Wäre aber schön gewesen, wenn ich... Wäre cool, wenn ich ein Beta- oder Alpha-Tester bin. Bald, ab Montag, gibt es auch eine Capture-Card. Da kann ich das halt dann professioneller aufnehmen. Ernsthaft? Okay. So, KGXD. Nein. Ich habe dafür ja nur Sekunden gebraucht. So, KGXD. Okay. Jetzt sich nicht blöd anstellen. Ja. Weiter fliegen. Oh. Und das ist auch eine kleine Anspielung, Evoli und Pikachu. Da wir ja Let's Go Pikachu spielen werden. Also wir wollen dann halt einen Glumanda. Also der Brownie wollte einen Chigi nehmen und ich wollte einen Glumanda dann nehmen im Spiel. Und ich wollte Pikachu. In dem anderen Video, was ich heute hochgeladen habe, könnt ihr nochmal in der Beschreibung gucken. Da sind ein paar der Regeln, die ich für Let's Go Pikachu schon ausgesucht habe, aber die gehen nur für mich, die Tod-Ding. Weil der Brownie wird sonst sehr schnell sterben. Aber ich würde sagen, Pikachu! So. Pika Pika! Du hast ein Pikachu hast dich mit einem Pikachu angefreundet. Hervorbereitung abgeschlossen. Kuchen Gamer XD. Wir gehen mit den Auskundschaften. Okay. Man soll ja auch angeblich so eine Art Dorf bauen können. Das sah man so aus dem Trailer. Donnerschock! Und dann soll es auch so ein Pokéball geben, den werde ich mir auch holen. Das heißt nämlich Pokéball Plus.
Das ist halt für das neue Spiel der Sache. Und dann kann man das wie bei Hard Gold zu Silver, da gab es sowas ähnliches auch schon. Das kann man Pokémon rüber transferieren und dann gibt es halt. So kann man das halt mitnehmen nach Hause. Ratzfatz. Ist das der Boss? Donnerblitz. Okay, gekillt. Stufe abgeschlossen. Pikachu, hi. Okay. Kraftstein, okay. Ist noch alles neu für mich. Ah, hier gibt es einen Krafttopf. Oh, wir haben eine passende Lichtung. Lass uns hier unsere Base aufbauen. Okay. Okay. Ach, dann können wir das halt hier einfach rüberziehen. Können wir irgendwas Nutzvolles machen? Kann Pikachu auch nicht spielen, noch nicht. Ja, gleich. Doch, ich muss das auch noch machen. Nervig. Noch. Ah, mit den unteren. Nein, weg. Automatisch gibt's auch. Okay. Ich mag lieber, dass ich das mache. Okay, also habe ich einen aus Versehen verschwendet, aber egal. Also ich werde mir auf alle Fälle auch Pokéball Plus dazu holen. Das wird ein vielleicht das größte Let's Play, das wir haben. Wir dürfen halt 5 Pokémon pro Route fangen. Bam. Ja, guter Junge. Spamme! Geht sterben! Mozi! Hi! Boss? No. Boom. Tot. Und? Ah, dann kriegen wir halt einen weiteren Slot, den wir da einfügen können. Wir haben einige Zutaten gefunden. Was bestimmt was zu kochen. Okay. Also können wir hier auch kochen mit dem Kochtopf. Macht irgendwie Sinn. Rückhalten.
Jetzt koche. Ach, und das kocht jetzt einige Zeit. Ach, und das sind dann halt die Coins hier. Kobold-Suppe. Ach, gewinnt man den neue Freunde? Ach, lol. Wie nice. Ja. Cool. Okay, ich kann insgesamt noch 3 mitnehmen, nur. Wahrscheinlich können die sich auch entwickeln. Also es würde Sinn machen. Wenn das große Team. Ja, ich hab's drauf gepackt. So. Ach, zufällig gibt's dann auch noch Kochen. Okay. Ich würde mich freuen, wenn das gleich mal vorbei ist. Jetzt sterben, ihr Schweine. So. Mal gucken. So, kill ihn. Da ist der Boss. Ein Saftkorn. Der schlimmste Feind. Jedes Pokémon. Es kann selbst ein Mewtwo töten. Ein Arceus auch. Es ist unbesiegbar. Mit Härtner schlägt ihn jeden in den Flucht. Geh sterben. Los. Ba, 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 ba. Alter. Ich glaube, Taubsi entwickelt sich ab Level 16 und er ab Level 20. Mal gucken. Ach, da gibt es dann halt so einen Gutschein. 50 immer pro Tag. Ach, dann gibt es halt ein paar neue Sachen dazu. Cool. Werden wir uns ja später mal angucken. Oh, jetzt sind wir frei. Oh. Noch können wir da aber nichts Neues platzieren. Erfolge. Nebenaufgaben.
Ah, hier gibt es Nebenaufgaben wie Elektrofreunde, Wasserfreunde und so zu haben. Okay. 2 EP-Steine verteilen. Härtestein, Härtestein. Geschwindigkeit plus gibt das 15. Würde ich es drauf machen. Ach, das sind halt so welche Upgrades, die ich manchmal kriege. So. Krieg ratzfatz auch noch ein bisschen. Wie lange dauert das denn noch? Ach, noch dreimal erkunden, okay. Oh Gott, wir müssen uns hier echt lang durchkämpfen noch. Dann noch die Insel, ich glaube, das ist dann die Endinsel oder so. So. Sind wir auch fast durch damit, ne? EP-Stein, okay. Gekillt. Ich kann aber leider nicht irgendwie Zugriff auf. Nee, Zugriff kann ich nicht haben. Oh, Pikachu aber Babo on Start. Nein, nicht automatisch. Alter. Geh, sterben. So. Pokémon-Ansicht. So macht man das. Ach so, und so setzt man alle Attacken ein. Oh, Tauboga. Donnerblitz! Bzzp. Yeah. Klickt. Ja. Ein paar neue Items sind ganz gut. Okay. Ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich die Folge beenden, würde ich noch einmal machen. Was habe ich jetzt auf Nein gesagt? Ach, egal. So, los geht's. Oh, Mozzies. Stirbt.
So. Alter. Boah, richtig durchreden. Weiter geht's. Sehe schon vor mir gleich. Sieht hier so ein Haufen von denen. Nee, aber da. Ich spamme. Ratzfatz. Oh oh, Bosswelle. Ein Radikal, natürlich war es ein Radikal. Das schaffen wir. Wir und umzingelt. Pff, was ich lache. Aber wir sollten vielleicht langsam mal. Boom, geh sterben, Mann. Und ich würde sagen, das war's mit der Folge. Hoffentlich euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.